Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palia. Wir checken erstmal direkt unseren Briefkasten. Sei gegrüßt, die Wahl von dir. Was? Die Wahl von dir wird schon langweilig? Komm vorbei und ich werde dir die Geheimnisse der Reparatur beibringen und vielleicht etwas Besonderes, das du mit deinem Silbererz machen kannst, okay? Ich hoffe, du genießt die Luna-Neujahrsfestlichkeiten in vollen Zügen. Es gibt etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Könntest du mich bitte so bald wie möglich auf dem Magimarkt treffen? Vielen Dank und ich hoffe, dich bald zu sehen. Okay, neue Mission. Sei gegrüßt. Wie beginnst du am liebsten deinen Morgen? Ich beginne meinen Morgen immer damit, dass ich einen Brief an einen Freund schreibe. Wir sind doch Freunde, oder? Meine Frau sagt, dass ich bei neuen Leuten ein bisschen anhänglich sein kann. Also will ich es nicht übertreiben. Wie auch immer, ich hatte ein kleines bäuerliches Geheimnis, das ich mit einem Freund teilen wollte. Und das bist du, stimmt's? Wie auch immer, ich habe ein Rezept für eine neue Gießkanne, das ich dir verkaufen möchte. Ich meine, das haben wir letztes Mal auch schon gekauft. So, jetzt hängt mal wieder alles. So, nochmal. Ich möchte dich einladen, unserer Luna-Neujahrs-Wunsch-Tradition teilzunehmen. Bei dieser Tradition schreiben wir unsere Wünsche für das kommende Jahr auf ein Wunschband. Okay, ich hatte letzte Folge mich schon gefragt, ob wir mehrere Wunschbände bekommen. Anscheinend kriegen wir wahrscheinlich pro Einloggen eins oder pro Tag oder so. Also auf jeden Fall nice. So. Erstmal an der Stelle, wenn dieses Video rauskommt, ist es Mittwoch und ich werde streamen und wir werden gemeinsam, wer will von euch, den Magimarkt wieder ein bisschen ausprobieren und ein paar Spiele spielen. Also wenn ihr das seht und ihr habt heute Abend Zeit, dann kommt gerne in den Stream. Stelle Samen her. Nee, das ist irgendwie interessant. Wenn ich hier stehe, kann ich mit der Maschine interagieren. Naja. Wir wollten unsere Gießkanne upgraden. So, bevor wir die gießen, die Sachen... Gucken wir mal, was wir überhaupt brauchen zum Upgraden. Oh, Glasofen können wir herstellen. Super, das hatte ich nämlich auch auf meiner Liste, dass wir den Glasofen herstellen wollen. Und den Webstuhl, den können wir auch schon herstellen. Ja, super. Das geht ja super los. Wo sind hier genau? Die gewöhnliche Gießkanne. Wir brauchen noch... Das war das Kupfer? Wieso steht das jetzt hier nicht? Ah, jetzt Kupferbarren. Okay. Okay, ganz kurz. Haben wir genug Kupfer? Okay. Fehlt uns jetzt wirklich ein Kupfer? Fehlt uns jetzt wirklich ein einziger Kupferbarren? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Das ist doch jetzt nicht. Uns fehlt ein einziger Kupferbarren, um die gewöhnliche Gießkanne herzustellen. Na gut, nicht schlimm. Wir fangen einmal an, den Glasofen herzustellen. Damit können wir Glasteile machen. Super. Und dann möchte ich den Webstuhl machen. Oh, dann nehmen wir jetzt auch wieder zwei Kupferbarren. Das heißt, wir brauchen... Okay, wir gucken gleich einfach. Mhm. So, was fehlt uns jetzt? Jetzt fehlen uns wieder fünf. Okay. Gut, nicht schlimm. Dann stellen wir doch einfach einmal den Glasofen auf. So ein bisschen dahin. Sieht gut aus. Was brauchen wir für Glas? Für eine Glasscheibe benötigen wir Steine. Okay, und für eine Glasbirne benötigen wir quasi eine Glasscheibe. Oder zwei. Sehr interessant. Komm, wir machen mal... Ich weiß gerade nicht, ob wir überhaupt Glas brauchen. Aber wir brauchten definitiv den Webstuhl für irgendwas. Also, um Stoff halt herzustellen. So, den stellen wir mal hier in die Ecke. So, ah, und dafür brauchen wir logischerweise Fell. Also wir brauchen Fell, um Leder zu machen. Das ist Sernokhaut. Das können wir, glaube ich, eigentlich schon mal hinzufügen. Wo bin ich? Warum bin ich unten? So, und was ist denn das hier links? Stoff, was brauchen wir dafür? Ach, das war Baumwolle. Dafür brauchen wir Baumwolle. Genau, weil ich es einfach gerne mal ausprobieren will, fügen wir die auch einfach mal hinzu. So, leider brauchen wir jetzt fünfmal Kupfer, um unsere Gießkanne herzustellen. Das heißt, ich gieße trotzdem mal kurz hier die ganzen Sachen. Einmal kurz zumindest. Und dann muss ich euch noch was zeigen. Ihr erinnert euch, dass ich in der letzten Folge ja beim Magimarkt kurz sehr übereifrig war. Ah, genau. Übrigens, ich habe den... Das war nicht Kohlrabi. Nee, Pak Choi. Ich habe Pak Choi-Samen gekauft gehabt beim Magimarkt. Muss hier noch was gegossen werden? Hier. Und habe die schon eingepflanzt.
Und die wachsen und gedeihen auch schon. Hier, das kann ich einmal. Nein, ich möchte es ernten. Ich möchte gerne diese Tomaten ernten. Wieso funktioniert das nicht? Hallo? Ah, so, jetzt. Ach, interessant. Der Stamm bleibt. Cool. Genau, zurück zum Thema. Das ist der Pak Choi, der hier gerade wächst. Genau. Und ich hatte vor Übereifer mir ja eine kleine Tasse gekauft. Und zwar hier eine Chapa-Tasse oder Becher. Und den habe ich hier aufgestellt. Wollte ich euch nochmal zeigen. Sieht doch echt sweet aus, ne? Genau. Okay. Gut. Das wächst hier alles. Was haben wir jetzt? Oh, wie viel? Oh mein Gott. Wie viele Zwiebelsamen sind das bitte? Das ist sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich überlege gerade, was wir hier am besten machen. 45, war das das Höchste? Wieso zeigt er das mir jetzt nicht an? 33. Ja, 45 ist das meiste. Das waren doch die Karotten, oder? Nein, das waren die Kartoffeln. Yes, dann kommen die hier rein. Gut. Dann, hä? Jetzt kann ich hier doch noch was ernten. Sag mal. Okay, einen Moment. Ich finde es komisch, es backt ein bisschen. Okay, dann skippe ich euch mal kurz, dass ich hier alles ready mache. So, wir wollen einmal diese wundervolle Kartoffelpflanze anpflanzen. Und dann haben wir so viele verdammte Zwiebeln, dass wir das jetzt erstmal hier einmal voll machen. So. So, letztes Mal hoffentlich mit dieser provisorischen Gießkanne gießen. Super. Wir leeren einmal unsere Taschen. Wieso kann ich damit nicht interagieren? Ja, irgendwie hängt heute alles ein bisschen wieder. Ich brauche nämlich diese Sachen eigentlich nicht, ne? Wir haben so viele Münzen hier. Die tun wir mal dahin. Die auch. Ich brauche die alle nicht. Und diese super guten Sachen würde ich mal verkaufen. So ein bisschen Geld uns hier holen. Okay, gehen wir in die Stadt. So, wir gehen einmal kurz zu Zacki, weil wir ja so eine Münze haben. Und dann können wir mal schauen, ob wir Taos Spur verfolgen. Ach, mit ihm wollten wir auch noch. Oder er wollte was von uns beim Maggi-Markt. Ich wünsche dir ein frohes Lunarneujahr, Phönixkind. Wenn du die Herrlichkeit des Drachen Magi spüren möchtest, kann ich dir nur einen Spaziergang in der Natur ans Herz legen. Da hast du recht. So. Wie weit seid ihr denn so im Spiel? Falls ihr spielt, erzählt gern mal. Und wir können hier, genau, hier war das, ne? Wir haben. Was kriegen wir? Wilder Knoblauch, ja, ist ganz nice. Ich glaube, wir haben sehr viel wilden Knoblauch schon gesammelt, aber nicht schlimm. So, wir haben folgende Quests am Start. Platziere eine Kerze im Gedenkgarten und sprich mit Zeki im Untergrund. Da müssen wir noch herausfinden, was der Untergrund genau ist. Und finde Taos versteckten Papierstapel und bringe Gina noch eine Maske. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal zum Gedenkgarten. Der ist nämlich hier. Ich glaube, da waren wir bislang auch noch gar nicht, ne? Das kann sein. Genau. Dann laufen wir mal hier hoch. Wie süß das hier ist.
So, ich meine, der müsste hier oben rechts sein, der Gedenkgarten. Okay, es leuchtet. Ach, wie süß. Das ist ja mega süß gemacht. Okay, wir gehen einmal mal hier hoch. Können wir irgendwie Respekt zollen? Auch wenn unsere Wege sich getrennt haben, sind unsere Herzen noch immer voller Sehnsucht. Aus dem Schleier kommen wir und zum Schleier kehren wir zurück. Ah, haben wir die Kerze gesetzt? Ich glaube, wir haben sie gesetzt, ne? Beweise deine Hingabe. Jetzt steht er zurück zu Shane. Bevor wir zurück zu Shane gehen, wollen wir nochmal hier gucken, was es hier noch alles so gibt. Lesen. Da stand gerade Lesen. Sabine Ottero, das Leben ist ein endloses Abenteuer. Steht hier was? Nee. Oh, das ist so sweet gemacht hier. Da stand auch wieder was. Die Familie Imano, diese Welt ist schön und die Zeit ist knapp. Ändere die Dinge. Dieb, dieb, dieb. Und auch so war irgendwie, ne? Hier sind auch noch Sachen. Die Familie Rulo, der Drache führt uns nach Hause. Hier ist keine Kerze, oder? Ach doch, konnte ich auch was lesen. Die Familie Suri, tu, was du liebst und tu es mit jeder Essenz deines Wesens. Ach, das ist total schön, total süß. Die Familie Maigi, andere zu verstehen, ist der Weg, um uns selbst zu verstehen. Ach schön, das ist total schön gemacht, dass man hier auch so einen Ort hat. Okay. Man kann wohl nicht überall was lesen. Sind wir einmal rumgelaufen? Die Familie Kilima. Ohne euch wären wir nicht hier. Waren wir auf der Seite? Die Familie Bahari. Unser Heim ist dein Heim. Ist total schön, dass wir dadurch auch Sachen. Also es sind auch Familien, die wir ja auch kennen, ne? Okay, hier ist gerade nichts. Sehr cute. So, wo sind wir hier? Wir brauchen noch Kupfer. Und wir müssen auch noch mal zu Shane. Und der ist doch hier noch irgendwo gewesen. Oh nein. Oder was heißt, oh nein? Er geht gerade hier hin. Dann gehen wir mal zu ihm. Und nehmen uns jetzt auch noch ein bisschen Kupfer mit. Wenn wir eh schon auf dem Weg Steine finden. So, dreimal Kupfer und drei Steine. Feuersteine. Ach nee, kommen wir darüber, wenn ich jetzt springe? Nein, verdammt. Ach so, ich kann hier einfach langlaufen? Das kann doch nicht sein. Der wird mich doch gleich. Warte, so. Ach Gott, ich bin ja auch so ein Idiot. Ich kann doch auch einfach klettern. So, wo ist er jetzt? 400 Meter links. Ich hoffe, der legt sich nicht gleich schlafen. Aber wir holen den doch locker ein, oder? Mal runter. Oh nein, ich glaube, das ist seine Hütte da oben, oder? Oh nein, hoffentlich schläft er jetzt nicht. Das wäre super ärgerlich. Nee? Dann ist er da bei diesem Schrein, ne? Gucken, was wir als nächstes noch machen müssen. Da ist er. Hallo. Wie kann ich dir heute helfen? Ich habe den Garten besucht. Wunderbar. Und was denkst du? Er war wunderschön. Ja, im Garten ehren wir jene, die von uns gegangen sind, so wie sie gelebt haben. Wir erinnern uns an jede Seele, die wir zur Ruhe gebettet haben. Wir wissen, dass wir ihnen eines Tages hinter dem Schleier wieder begegnen werden, wenn unser Tag gekommen ist. Vielen Dank. Ich werde Esse sagen, dass du meine Aufgabe erfüllt hast. Schön, sehr schön.
Ah, wir können hier immer wieder kommunizieren. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gerade haben an Ansehen. 716. Wir behalten das mal. Und gucken gerade mal, was hier auf dem Weg ist, weil wir müssen auf jeden Fall zur Tauschspur, glaube ich, wieder zu Baharibuch, ne? Ah, ne, die Esse ist jetzt auf der ganz anderen Seite. Aber ich wollte eh nochmal zum Anwesen des Bürgermeisters, weil ich dachte, dass wir hier eigentlich nach der Spur von Tau suchen müssen. Wir laufen tatsächlich nochmal zurück. Und während wir zurücklaufen, suchen wir uns natürlich nochmal ein paar Steine aus, um Kupfer uns zu holen. Ich meine, hier müssten eigentlich auch noch Steine sein. Zum Beispiel hier, die sind aber nicht rot. Sind hier welche? Nee. Nicht schlimm. Wir kommen noch an genug vorbei. So, die ist ganz nah. Wir müssen ja wahrscheinlich mit jeder Person interagieren. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir noch gar nicht interagiert haben, aber so zwei, drei haben wir, glaube ich, schon. Wir sind gleich da. Sie steckt wieder fest. So. Oh, du bist es. Ich wünsche dir wohl ein frohes Luna-Neujahr. Ich habe meine Hingabe bewiesen. Mir wurde mitgeteilt, dass du deine Lektion in palianischer Kultur abgeschlossen hättest. Von nun an wird es deine Pflicht sein, dich an diese Werte zu halten. Sie haben Einfluss auf jede Entscheidung, die ein Palianer betrifft. Sehr cool. Sieht aus, als hätte ich alle drei Tests absolviert. Das hast du in der Tat. Zu meiner großen Überraschung scheinst du dich hervorragend in das Dorfleben einzufinden. Es freut mich zu sehen, dass es kein Fehler war, dich bei uns aufzunehmen. Nicht, dass ich hier einen Fehler begehen würde. Also habe ich bestanden. Nicht so schnell. Bevor du als vollwertiges Mitglied in die Gemeinschaft aufgenommen wirst, musst du etwas finden, das wir einen Schepp nennen. Einen hier etablierten Erwachsenen, der bereit ist, dich in unsere Sitten einzuführen und dich als Mitglied der Familie zu akzeptieren. Dieser Prozess erfordert eine starke Bindung. Es ist eine Verantwortung, die niemand hier auf die leichte Schulter nimmt. Ich denke mal, Stichwort Beziehungen ausbauen. Wenn du eine solche Person gefunden hast, komm zu mir zurück. Dann können wir deine Anerkennungszeremonie planen. Finde einen Shep. Finde einen Shep. Jetzt, da sie sich in den Magiri-Tugenden bewährt haben, ist es an der Zeit, einen Shep auszuwählen. Verdiene dir das Vertrauen des erwachsenen Dorfbewohners und bitte ihn, dein Shep zu sein. Dies setzt voraus, dass du mit einem teilnahmeberechtigten erwachsenen Dorfbewohner Freundschaft der Stufe 4 erreichst und seine Quest der Stufe 4 abschließt. Okay, das ist, glaube ich, schwer. Interessant ist aber auch, Leute, dass Masken, das war eben gerade unter der Quest Haupt, das ist jetzt weg. Es gibt keine Hauptquest gerade mehr. Das kann ja nicht sein, oder? Ist das wieder ein Bug? Naja, gucken wir uns mal kurz die Beziehung an, weil ich habe das Gefühl, das wollte ich gerade sagen, dass ich mit niemandem irgendwie eine hohe Beziehung habe. Und Level 4 ist wirklich schwer. Wer soll das denn werden? Wer soll unser Chef werden? Was meint ihr? Auf wen habt ihr Lust? Es gibt viele. Ich glaube, Gina könnte cool sein. Wrath finde ich nicht so nice. Tamala wohnt ganz am Ass der Welt. Zeki mag ich jetzt auch nicht so besonders. Tau ist leider kein vollwertiger Erwachsener. Das wäre nämlich sehr witzig. Okay. Wir sollten uns mal einen aussuchen. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, wen würdet ihr nehmen? Wer wäre euer Chef? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich tendiere im Moment eher zu so jemanden wie Delilah, kann ich mir gut vorstellen. Die ist einfach so sweet, so eine Mami. Chain finde ich irgendwie auch sehr weise, wäre cool. Bardo so ein bisschen, so ein bisschen verpeilt, aber auch irgendwie süß. Ashura finde ich auch irgendwie ganz sweet. Ja, I don't know. Ich bin hin und her gerissen, vor allem es gibt auch so viele Charaktere. Ich gucke aber auch gerade so mit, ich meine, ist einer ein Mensch oder ein Erwachsener? Zählt er? Das wäre natürlich jetzt super blöd, wenn wir bei jemandem versuchen, was aufzubauen und dann zählt er einfach nicht. Romantik. Oh, erreiche. Oh, okay.
Wir könnten uns natürlich auch überlegen, mit wem wir gerne irgendwas Romantisches machen wollen, weil dann müssen wir eh auf. Ist es zum Beispiel bei ihm auch Stufe 3? Ja. Also ich habe ja gedacht, entweder Hassian oder. Wo war er denn? Oder Jell, aber mit dem haben wir noch gar nichts irgendwie, ganz wenig. Oder Nayo gibt es auch noch. Kenyatta ist auch sweet. Ich weiß nicht, es ist schwer, mich zu entscheiden. Generell ist es einfach eine schwere Entscheidung. Also, und Tisch ist auch so sweet, ne? Die könnten wir eigentlich auch. Mit der sind wir auch so ein bisschen weiter schon. Gut, wie steigern wir denn die Freundschaft? Wahrscheinlich, indem wir deren Wochenwünsche, weil ich sehe gerade Y-Wochenwünsche, erfahren und wahrscheinlich die erfüllen, weil wir dadurch einfach mehr Ansehen bekommen. Und wahrscheinlich, wenn wir auch mit denen einfach reden, ne? Und denen Sachen schenken und mit denen Zeit verbringen. Naja. Genau, also eure Aufgabe ist es, in den Kommentaren mal zu sagen, wen wir auswählen sollen als Chef. Ich glaube, ich assoziiere gerade jemanden, der so ein bisschen älter als wir, ein bisschen reifer, mehr weiser ist, der schon so ein bisschen was in seinem Leben erlebt hat. Ja, I don't know. Könnt ihr gerne mal sagen. Ach so, bevor wir hier jetzt weitermachen. Ein Geschenk von uns. China-Kohlsamen, sehr cool. Und dann nochmal ein Geschenk von uns. Wow, 1000 Glücksumschläge, habe ich jetzt gerade richtig gelesen. Crazy. Okay, dann wollen wir. Was will die jetzt von uns? Was will die jetzt von uns? Ja, das ist ein Fragezeichen da. Okay, uno momento. Wir müssen kurz nochmal was gucken. Das möchte ich gern machen eigentlich heute. Das will ich nicht machen. Nicht so braver Junge. Findet Haus versteckten Papierstapel. Nein, wir wollten ins Rathaus. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Wir wollten ins Rathaus, denn ich wollte einmal mir hier nochmal alles anschauen. Und dann dachte ich mir, gucken wir uns auch mal im Rathaus an, wo wir, wie wir das mit den, mit Grundstück freischalten. Ich wollte irgendwie einfach mal gucken. Warte mal, ist hier eine, hier ist doch eine Brücke. Ich wollte noch mal gucken, wie viel es kostet, sozusagen, wenn wir ein Stück von unserem Grundstück freischalten wollen. Und diese ganzen, man braucht doch so Papiere. Das wollte ich mir mal nochmal näher angucken. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch was finden zum Thema Tausspur. Nee, warte mal. Bin ich hier überhaupt richtig? Das ist doch das Anwesen, das ist doch nicht das Rathaus. Das Rathaus ist Apotheke? Hold on, seit wann haben wir eine Apotheke? Ich suche das Rathaus, das ist die Schmiede. Das Rathaus ist hier. Oh mein Gott, Leute. Okay, dann bleiben wir ganz kurz hier und schauen uns nochmal um. Ne, wir müssen auf die Seite. Ich meine nämlich. Ich meine nämlich, was gesehen zu haben. Seht ihr das? Okay, die Spur verläuft sich hier. Also, jetzt sind wir auch gar nicht mehr auf dem Anwesen. Hier. Das sieht doch aus wie Tausspur. Und sie geht in die Richtung. Wir kommen wahrscheinlich echt nicht drum herum. Wir müssen dann zur Bahari-Bucht. Okay, nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt erstmal da, wo die Esche sitzt, hin und gehen zum Rathaus. Zum Glück ist das alles nebeneinander. Richtiger Fail. So, hier müssten wir rein, ne? Offizieller Eingang wohl auf der Seite? Ja. Genau. Da ist die Kenyatta. Und die Esche ist die oben. Oder generell waren wir, glaube ich, schon mal hier jemals? Diese Musik. Boah, hier hat man einen schönen Blick, ne? Auf die Stadt. Sweet. Okay. Gehen wir zurück runter. So, öffne den Laden. Genehmigung, das war das Wort. Okay, erhöht die Anzahl der Herstellungsstationen. Eine Genehmigung für die Erweiterung deines Hauses. Okay, wir haben ja eigentlich, unser Haus ist klein und wir brauchen jetzt eigentlich auch nichts Größeres. Ich wollte es mir irgendwie nochmal angucken. Ich hatte es nicht mehr so ganz im Kopf, was wir hier alles sozusagen freischalten können. Okay, aber es geht vor allem um Erntehaus. Oh, wie cool. Es geht aber vor allem um das Haus und wir haben jetzt keinen Fokus auf das Haus. Okay, nicht schlimm. So, wo ist denn die liebe Dame jetzt? Ist die doch draußen? Wahrscheinlich chillt die halt irgendwo wieder draußen, ne?
Hä? Meter, dann ist sie ja doch hier irgendwo. Hä, wir waren doch eben gerade hier. Wir waren doch eben gerade. Ist mir zu doof. Sie ist auf dieser Seite. Wo ist sie? Wo ist sie? Vielleicht ist sie doch oben. Okay. Ein letzter Versuch. Ah, das ist ihr Büro. Sieht sehr trist aus und so dunkel. Im Gegensatz zu den meisten anderen kann ich es mir nicht erlauben, zu lange herumzudrödeln. Willst du mein... Oh mein Gott, ich will die aber nicht fragen. Ich will die aber nicht fragen. Muss ich das jetzt drücken? Ich will die nicht fragen. Okay, wir fragen sie. Ich glaube, sie wird eh sagen, nö. So, willst du? Ich kenne dich kaum gut genug, um dein Shep-Sep zu sein. Als diejenige, die über die Zeremonien des Vorsitzes hat, wäre es außerdem höchst unschicklich. Leider musst du jemand anderen finden. Leider. Ich wollte auch nie mit dir irgendwas machen. Wieso wollte die das jetzt? Oder nur damit wir vielleicht auch lernen, um was es hier geht? Naja. Gut. Raus hier. Raus aus diesem dunklen, komischen Rathaus. Ach. Sweet. Okay, es ist 11 Uhr morgens. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal... Ja, vielleicht gehen wir sogar jetzt schon Richtung Bahari-Bucht. Suchen uns noch ein paar Kupfersteine aus. Und... Ja, doch, ne? Kriegen wir hin. Questziel. Hey, hier sind keine Steine. Wo sind die Steine? Wie süß. So. Wo sind denn die guten roten Steine hier? Das kann doch nicht sein. Normalerweise haben wir immer Glück, was das angeht. Das sind alles ganz normale Steine. Okay, bevor wir wieder umherirren. Durchsuche die Gegend, ey. Okay, wir sind schon in dieser Gegend. Wir suchen nach... Okay, eins. Oh, da sehe ich schon das nächste. Hier. Da ist doch nicht da hochgegangen, oder? Hier ist keine Spur. Was ist denn das? Graben. Halbgekaute Zeit. Du durchwühlst den Haufen Erde und deckst einen Schatz. Nun, wenn du ein Federhund wärst. Okay. Die Frage ist, waren das all unsere... Das waren einfach alle? Das war alles? Sprich mit Zeki, bring sie eine, finde einen Shep. Ah. Zurück zur Esche. Schon wieder zu der. Finde, aha. Okay, okay, das ging diesmal sehr schnell im Vergleich zum letzten Mal, falls ihr euch erinnert. Wenn wir eh gerade schon auf dieser Seite sind, können wir kurz nochmal hier so ein bisschen rumlaufen. So ein bisschen schauen, was wir hier so finden. Die suchen da nämlich immer noch diese wundervollen Steine. Sag mal, das ist doch ein ganz anderer Stein. Granat. Oh, das ist bestimmt viel Geld wert. Oder? Kriegen wir damit ein bisschen was? Das wäre ja nice. Guck mal, das entdeckt man auch immer nur wieder, wenn man dann mal an anderen Orten war und einfach mal irgendwas ausprobiert.
Ist schon sehr cool. Ja, gehen wir zurück, komm. Wundervoll, wir gehen wieder zu ihr. Wer ist denn das? Also manchmal ist da doch ein Bug, sieht total komisch aus. Gut, wir müssen auf jeden Fall wieder da, nee, Wegpunkt mit A setzen. Und während wir hier rumlaufen, sammeln wir alles, was wir kriegen. Und hoffentlich, irgendwie, es nervt mich ein bisschen, dass ich jetzt nicht an diese Kupfer... Hier oben gab es doch mal so Steine. Wilde Frühlingszwiebel. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wilder Ingwer. Nee, das haben wir auch noch gar nicht gesehen. Cool, neue Sachen. Aber keine Steine. Da hinten sind Steine, aber sie sehen aus wie stinknormale Steine. Die stinknormalen Steine. Kennt man, ne? Gut, nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so ganz drauf geachtet, ob wir denn jetzt schon genug Barren haben oder genug Erz. Aber ich meine, dass wir doch schon ein bisschen was brauchen. Ich laufe extra so nah an der Wand. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas entdecken. Das ist normaler Stein. Ach, die läuft gerade weg. Ich war so, hä, wir sind doch schon am Rathaus vorbeigelaufen, oder? Naja. Wait a minute. Nett, dass du vorbeischaust. Ich habe die fehlenden Zeitungen gefunden. Ein paar davon sind vielleicht noch zu retten. Tau schuldet dir großen Dank und ich schulde dir wohl eine Bezahlung für einen Job. Gut gemacht. Okay. Gute. Gut. Wir haben das abgeschlossen. Das ging jetzt doch fix. Ist hier irgendjemand? Oh. Die Süßmaus. Achso, mit ihm wollte ich gar nicht reden. Komm zur Sache. Willst du mein Chef sein? Nee. Wenn ich wollen würde, dass du weißt, was ich denke, dann hätte ich dir schon längst gesagt, oder? Willst du mein Chef sein? Ich kenne dich kaum. Es achtet unsere Tradition nicht, indem du mich so früh fragst. Okay. Howdy. Die ist auch sweet. Wie man hört, hast du dich in den Tugenden bewiesen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß noch, dass das keine leichte Aufgabe war. Aber wenn irgendjemand wusste, dass du es schaffen kannst, dann war ich das. Willst du vielleicht mein Chef sein? Ich finde, dass du viel im Dorf geleistet hast, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Wenn man jemanden bittet, ein Chef zu werden, ist es, als würde man ihn bitten, zur Familie zu gehören. Bevor das passiert, muss man sich innen und auswendig kennen. Okay, ich möchte jetzt mit Tau reden. Nein, nicht mit dir. Ich möchte mit dem kleinen... Willkommen. Kann ich mit ihm reden? Kann ich so mit ihm reden? Ich komme die ganze Zeit zu ihr. Ich will nicht mit ihr reden. Warte mal, laden. Gewöhnlicher Pfeil. Ein normaler Pfeil, der durchschnittlichen Schaden verursacht. Rezept. Nee, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Zumindest jetzt nicht. Tau. Ich will mit Tau reden. Das geht aber nicht. Jetzt schon wieder sie. Okay, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Wir verschwenden keine weitere Zeit. Das wundert mich jetzt. Okay, Untergrund. Untergrund. Was könnte der Untergrund sein? Ich dachte, es geht um den Untergrundmarkt, bei dem wir schon mal waren. Aber irgendwie waren wir dort gewesen und Zeki war aber nicht da. Ist der denn eigentlich wach? Der ist wahrscheinlich in seinem Laden. Ja, der ist in seinem Laden. Okay. Okay, wir probieren noch mal was, ja? Wir gucken jetzt noch mal, ob ich mit ihm darüber reden kann. Nicht den Laden öffnen. Wie geht's dir? Wie steht's? Hast du zu viele Sachen zu transportieren, aber nicht genug Taschen? Nee, nee, nee. Das will ich gar nicht. Also Untergrund, ich gehe eigentlich davon aus, dass Untergrund wirklich der Untergrund ist. Wir probieren es noch mal aus, okay?
Wir probieren es noch einmal aus. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob die eine oder andere Person von euch eine Idee hat. Hier sind einige Leute. Aber kein Zecki. Ich habe mich gerade gefragt, ob der vielleicht zu einer anderen Uhrzeit da ist. Ralf Salatsuppe. Oh mein Gott, wir können hier seinen Kram kaufen. Oh mein Gott, ein Jahrhundertei. Krass. Cool. Gut, okay. Ich vermute, weil ich Zecki hier nicht sehen kann und ihr wahrscheinlich auch nicht, dass das aber schon der Untergrund ist und dass wir wahrscheinlich zu einer anderen Uhrzeit kommen müssen. Oder? Naja. Okay. Was passiert denn, wenn wir hier rausgehen? Können wir hier raus? Oh mein Gott, Raths Lagerraum. Das heißt, der chillt auch hier unten. Der kocht wahrscheinlich hier. Da müssen wir echt mal abends kommen. Okay, hier konnten wir doch auch raus, ne? Was für ein schöner Ausblick. Das war so eine gute Idee, in die Richtung zu gehen. Weil wir jetzt noch ein bisschen hacken. Wonderful. Den Lehm nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. So, 4 Kupfererz. Wir haben 7 Kupfererz. Ich glaube, wir brauchen immer 5, um einen zu machen, ne? Ja, dann brauchen wir echt noch ein bisschen. Ach, wundervoll, wundervoll. Das war echt eine gute Entscheidung. Da hinten sehe ich noch einen. Wir nehmen jetzt alles, was wir bekommen. Und es ist jetzt auch schon 4 Uhr nachmittags. Dann können wir vielleicht mal zum Magimarkt gehen, um zu gucken, was der Shane von uns möchte. Und dann gucken wir mal, ob wir dann vielleicht nochmal in den Untergrund gehen. Nee, ich möchte dann... Was passiert hier? Kannst du bitte... Okay. So. Wir suchen nochmal hier den ganzen Kram ab. Gut, 22. Das wären nur 3, wenn es wirklich 5 sind, die wir brauchen. Ach so, das ist der Gedenkgarten, ne? Ja. Ja. Okay, dann gehen wir doch mal... Ja, Richtung des Kirmesgeländes. Und gucken jetzt hier nochmal. Was hat es eigentlich hiermit auf sich? Wir haben immer mal wieder so Stellen, die wir noch nicht so genau kennen. Oder noch nicht wissen, was damit passiert. Ich sehe da Lehm unten rechts. Ist hier vielleicht auch nochmal Kupfer? Ansonsten nehmen wir den Lehm mit. Oh, Schürfstellen abbauen 2. Wir haben 100-mal Schürfstellen abgebaut. Wundervoll. Wir haben so viel abgebaut, dass einfach nichts mehr nachkommt. Das ist kein Stein, sondern auch ein Chopper. Also es wundert mich schon, weil ich das Gefühl hatte immer, dass wenn wir es nicht wirklich brauchen, es so zig Steine gab. Und jetzt, aha. Einer. Das war aber auch ein kleiner Stein. Wir gehen nochmal hier lang. Hier oben waren wir doch auch schon. Ja. Ah. Wie haben wir 26? Ach, guck mal hier, den nehmen wir auch noch sowas von mit.
Das sieht auch nach einem schönen großen Stein aus. Okay. Und Silbererz, das ist auch super. Ach, ich glaube, vielleicht reicht das auch sogar schon, oder? Gott, ich habe mir das nicht gemerkt. Was ist denn das? Einers Höhle. Oh mein Gott, er wohnt hier. Ach, süß. Gut, okay, der wohnt sehr, relativ nah an seinem See. So, wo lang müssen wir? Da lang. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Oh, wir haben echt fast gar keinen Platz mehr. Okay. Gehen wir schon mal rein. Die Zeit vergeht da ja eh auch nochmal anders. Seht ihr, es ist schon 6.14 Uhr. Super, sehr schön. Ich freue mich wieder hier zu sein. Jane, was wolltest du von mir? Frohes Lunar-Neujahr. Es ist schön, dich wieder auf dem Magimarkt zu sehen. Ich weiß nicht, ob du meinen Brief erhalten hast, aber ich hatte gehofft, dich in einer dringenden Angelegenheit sprechen zu können. Oh oh. Es gab einen Vorfall spät in der Nacht, der dazu führte, dass mehrere Wunschbänder von unserem geliebten Wunschbaum fielen. Wie ist das denn passiert? Das versuche ich immer noch herauszufinden. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könntest du mir helfen, die heruntergefallenen Wunschzettel aufzusammeln? Ich würde es selbst tun, aber ich kann den Baum nicht unbeaufsichtigt lassen. Ich bin immer hier, um zu helfen. Wir wissen deine Freundlichkeit sehr zu schätzen. Nimm dir die Zeit, um alle heruntergefallenen Wunschbänder auf dem Markt einzusammeln und behandle sie mit größter Sorgfalt. Es würde mich traurig machen, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt würden. Okay, jetzt ist halt die Frage, können wir das einfach irgendwo sehen? Guck mal, hier leuchtet was. Müssen wir das immer wieder zu ihm bringen? Hat er nicht gerade was geleuchtet? Achso, das ist das Feuer. Ich gehe erstmal hier drumherum. Steht hier jetzt auch, wie viele das sind? 5, okay. Die sind bestimmt komplett verteilt hier, oder? Die sind bestimmt so weggeweht worden auch. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Leute, wenn ihr Lust habt, heute zusammen zu zocken, dann kommt online. Ich werde zu dem Zeitpunkt bestimmt schon gesagt haben, um wie viel Uhr, wahrscheinlich so 19, 20 Uhr. Ihr müsst mich auf jeden Fall adden, dann kommen wir nämlich auf einen Server und dann spielen wir gemeinsam hier ein paar schöne Spiele. Da liegt noch einer. Guck mal an. So. Ich gehe mal hier hin. Ich glaube nicht, dass hier was hängt, aber vielleicht kann ich von hier mir so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Es fehlen jetzt auch nur noch 2. Hatte ich hier nicht sogar noch eine Münze frei? Yes! Was bekommen wir? Ich bin gespannt. 150 Glücksumschläge. Nice. Okay. So, seht ihr noch irgendwas leuchten? Das war jetzt alles eigentlich sehr nah am Baum. Hier ist noch einer. Und da unten liegt der letzte. Wie groß die sind, ne? So, wo ist jetzt Shane? Weil er meinte, er kann den Baum nicht unbeaufsichtigt lassen. Aha, ja, genau. Er ist noch nicht mal am Baum. Wo ist denn er? Da hinten ist er. Willkommen. Ich habe alle Wunschzettel eingesammelt. Oh, wunderbar. Hast du zufällig gelesen, was auf ihn stand? Das fühlte sich falsch an.
Das ist verständlich. In der Magiri-Tradition sind Wünsche dazu gedacht, miteinander geteilt und oft auch voneinander erfüllt zu werden. Erfüllung von Wünschen ist eine Handlung der bedingungslosen Freundlichkeit gegenüber anderen. Magi ist nicht der Einzige mit der Macht, Wünsche zu erfüllen. Auch wir haben diese Fähigkeit. Wie auch immer, ich kann dir nicht genug für deine Hilfe danken, Kind des Phönix. Wenn es in Ordnung ist, möchte ich um deine Unterstützung bei einer weiteren Aufgabe bitten, okay? Der Vorfall mit den herabfallenden Wunschzetteln ereignete sich in der Dunkelheit der Nacht, nachdem ich mich bereits von meinen Posten am Wunschbaum entfernt hatte. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, aber es ist möglich, dass es jemand anderes gesehen hat, wenn wir erfahren, wie der Vorfall passiert ist. Können wir vielleicht einen Weg finden, das zukünftig zu vermeiden? Könnte ich dich bitten, dich umzuhören und zu sehen, was du herausfinden kannst? Okay, ja. Fragen wir sie mal. Schön, dich zu sehen. Ach so. Okay. Kenyatta hat hier eine Flagge. Hallo oder so. Hast du gesehen, was mit dem Wunschbaum passiert ist? Ich war zu verärgert darüber, dieses schreckliche Kostüm zu tragen, um mich um etwas anderes zu kümmern. Du hast keine Ahnung, wie juckend und schweißtreibend das Ding ist. Warte, ich erinnere mich, dass ich diese irrsinnig hohen Schreie hörte, als wir den Stand für die Nacht schlossen. Ich schaute auf und sah jemanden vom Kirmesgelände weglaufen. Ich hatte gedacht, es war der Bahari-Schlitzer gewesen, aber ich bezweifle, dass er flauschige Ohren hatte. Flauschige Ohren also, ha? Huh? Ab zu Zeki. Na, aber hallo, du bist es. Frohes Lunarneujahr. Hast du gesehen, was mit dem Wunschbaum passiert ist? Hä? Der Wunschbaum? Was ist denn das? Ach so, nee, ich habe rein gar nichts gesehen. Tut mir leid, Kumpel. Tsch, was ein Typ. Vor allem, er hat das letzte Mal auch noch einen Wunsch dann drangehängt. So, Rev, hast du was gesehen? What's up? Dir steht doch ins Gesicht geschrieben, dass du was im Schilde führst. Ja, hast du einen Wunschbaum beobachtet? Vielleicht. Ich werde dir sagen, was ich gesehen habe, aber nur, wenn du mir sagst, was du von meinem Gerichten zum Luna Neujahrsfest hältst. Warum ist keine Salatsuppe auf der Speisekarte? Ich wollte es einfügen, aber Elsa hat Nein gesagt. Anscheinend hat es nicht zum Thema des Marktes gepasst, also musste ich es streichen. Aber das ist schon in Ordnung. Du weißt, dass du jederzeit eine dampfende Schüssel von mir bekommst, wenn du willst. Also bezüglich des Wunschbaums, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe etwas gesehen. Ich erinnere mich, ein lautes Geräusch gehört zu haben und als ich hochschaute, sah ich viele Wunschzettel überall herumfliegen. Zitiere mich nicht darauf, aber ich bin ziemlich sicher, ich habe Zeki vom Tatort weglaufen sehen. Ich weiß nicht, ob er damit was zu tun hatte, aber er hatte definitiv einen Logenplatz. Wir haben diesen Laden und... Oh mein Gott, er hat noch so anderes Essen. Oh Gott, ist das cool. Die Hotpots. Ach, die wild. Ach, deswegen haben wir wilde Frühlingszwiebeln und wilden Ingwer gefunden. Und Sojasauce. Leute. Oh, das Problem ist, ich habe nicht mehr so viel Platz in der Tasche. Und ich will mir das jetzt nicht damit irgendwie versauen. Können wir nochmal zu Zeki gehen? Nee. Wir kaufen uns das. An einem anderen Tag werde ich mir all diese das ganze Essen holen. Hab jetzt schon Bock. Worum geht's? Hast du gesehen, was mit dem Wunschbaum passiert ist? Beziehst du dich auf den Vorfall, als wir den Markt für diesen Tag geschlossen hatten? Dann habe ich tatsächlich etwas erlebt. Es gab einen ohrenbetäubenden Krach am Baum und ich schaute gerade noch rechtzeitig hinüber, um zu sehen, wie mehrere Wunschzettel von den Ästen fielen. Ich bin ganz sicher, dass ich einen bestimmten silberzüngigen Verkäufer vom Tatort fliehen sah. Ja, den mit dem Pelz. Okay, alle sagen irgendwie, es ist Zeki, the Zeki Man. Können wir noch mit jemand anderem reden? Oder sollen wir wieder zu Chain zurück? Nee, wir können noch mit denen auch reden. Komm, wir reden nochmal mit den anderen. Hier zum Beispiel mit ihr. Oh, nee, ich wollte nicht ihren Laden öffnen, ich wollte mit ihr reden. Heute ist viel los. Meine Arbeit hält mich auf Trab. Ich wollte mich gerade auf den Heimweg machen, als ich Zeki vom Wunschbaum schleichen sah. Er und Kenley sind wohl irgendwann aneinander geraten. Keine Ahnung, worüber sie gestritten haben, aber einer von ihnen hat am Ende ein paar Wünsche vom Baum gerissen. Interessant. Das heißt, Kenley ist ja unser Bürgermeister. Mal gucken, was der Hodari sagt. Kann ich dir irgendwo hier helfen? Ja. Ich habe einen großen Tumult am Baum gehört, als ich und Najuma für die Nacht zuschlossen. Keine Ahnung, was passiert ist, aber es hat Zeki mit sträubendem Fell davon. Aber ich... Hab ihn davonlaufen sehen. Okay, ich glaube, eigentlich ist es jetzt glasklar. Wir müssen uns jetzt nicht nochmal dreimal vergewissern, dass es irgendwas mit Zeki zu tun hatte. Gehen wir nochmal zurück zu Chain. Es waren mehrere Leute auf dem Magi-Markt, als die Wunschzettel vom Baum fielen. Vor allem die Verkäufer und die Gastgeber, Esse und Kenley. Unter ihnen muss mindestens einer gesehen haben, was passiert ist. Ja, alle haben Zeki gesehen. Hm,
Ich verstehe. Wenn Seki dort war, muss er wertvolle Informationen über die Geschehnisse haben. Vielleicht könntest du mit ihm sprechen und sehen, was er weiß. Naja, aber er wird sagen, er hat nichts damit zu tun, oder? Wir probieren es nochmal. Je mehr du ausgibst, desto mehr bekommst du. Okay, also zu dem Vorfall mit dem Wunschbaum. Ja, was ist damit? Ich sagte doch, dass ich nichts gesehen habe. Also, naja, aber alle sagen, sie hätten dich gesehen, als es passierte. Pff, was für ein Haufen Ohrmuschscheiße. Ich war nicht da. Okay, vielleicht war ich es und vielleicht habe ich auch gesehen, wie diese Wünsche vom Baum gefallen sind. Ja, dann kommt zur Sache, Mann. Also gut, ich werde gestehen, ich war es. Ich habe die Wünsche vom Baum gestoßen. Gib Kenley die Schuld. Er war es, der mich dazu gebracht hat. Ist es wirklich Kenleys Schuld? Das stimmt, er mag wie ein freundlicher Kerl erscheinen, aber er ist schlauer als diese lästigen kleinen Chappas. Ich war gerade auf dem Weg nach draußen, als Kenley wie aus dem Nichts auftauchte. Hat mich fast zu Tode erschreckt. Er hat geschrien, also habe ich auch geschrien und ich bin hochgesprungen, wobei mir das Fell zu Berge stand. Musste aber aus Versehen einige Wünsche vom Baum gestoßen haben. Ich kann kaum glauben, dass es wirklich passiert ist. Nun, es ist die Wahrheit, Kleiner. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen verängstigendes Grimmalkind gesehen hast, aber wenn uns jemand einen Schrecken einjagt, lassen wir ein fieses Gejaule los und springen hoch in die Luft. Ich rede davon, 2 bis 3 Mal so hoch wie wir zu springen. Das habe ich nun davon, dass ich versucht habe, einen Blick auf die Wünsche zu werfen. Ich schätze, die Neugier hat wirklich die Katze getötet. Ich dachte, du wärst nicht an den Wünschen interessiert. Ich weiß es immer noch nicht. Ich war nur neugierig, was sich andere Leute wünschen. Natürlich aus geschäftlichen Gründen. Ich hoffe, dass dieser kleine Zwischenfall mit dem Baum nicht bedeutet, dass ich im kommenden Jahr Pech haben werde. Nicht, dass ich jemals der glücklichste Kerl in der Stadt gewesen wäre. Wenn ich mir etwas wünschen müsste, dann mehr Glück. Was ist denn los? Nichts wirklich. Wenn wir über all diese Wünsche sprechen, erinnert mich das einfach an die guten alten Zeiten, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich frage mich, wie es allen geht. Nun, ich würde gern länger mit dir plaudern, aber ich habe Dinge zu tun und du sicherlich auch. Du hast meine Erlaubnis, dem alten Shane zu erzählen, was wirklich mit dem Wunschbaum passiert ist. Ich bin sicher, er möchte es wissen. Man sieht sich, Kumpel. Okay. Gut, dann ist das ja eigentlich jetzt geklärt. Und irgendwie hat Zeki so eine Hintergrundstory, die wir noch nicht so ganz kennen, ne? Da ist noch irgendwas im Busch. Du kannst das Gesicht des Drachen in der Luna-Quelle sehen, wenn du genau genug hinschaust. Okay, ich erzähle dir mal, was passiert ist. Ah, ich hatte das Gefühl, dass das, was mit dem Wunschbaum passiert ist, einfach ein Unfall war. Ich hoffe, Zeki gibt sich nicht selbst die Schuld. Habt ihr noch über etwas anderes gesprochen? Über Wünsche zu sprechen erinnert ihn an die guten alten Zeiten. Feiern wie diese bringen bei vielen wieder alte Erinnerungen hoch. Mich eingeschlossen. Jedes Luna-Neujahr werde ich daran erinnert, wie ich das erste Mal an der Tradition des Wunschäußerns teilgenommen habe. Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge mit meinen Papas an einem Luna-Neujahrsfest teilnahm. Sie hatten einen großen Wunschbaum, der dem unseren nicht unähnlich war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich gefreut habe, als ich meinen Wunschzettel in die Farbe getaucht habe und wie ich auf die Schulter meines Papas gehoben wurde, damit ich meinen Wunsch an den Baum hängen konnte. Je mehr Zeit vergeht, desto kostbarer werden diese Erinnerungen. Vielleicht denkt Zeki auf ähnliche Weise über seine Vergangenheit nach. Ich mache mir irgendwie Sorgen um ihn. Du hast ein gütiges Herz, Kind des Phönix. Ich habe das Gefühl, Zeki wird sich mit der Zeit öffnen. Bleiben wir bis dahin geduldig. Und du, Kind des Phönix, wie gefallen dir die Festlichkeiten? Ich habe Riesenspaß. Es wärmt mir das Herz, das zu hören. Wie du die Festlichkeiten genießt, liegt ganz bei dir. Du weißt, dass ich da bin, wenn du mich brauchst. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das habe ich nicht gesehen, aber wahrscheinlich wieder Glücksumschläge. Wunsch zurückziehen? Nein! Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Warum habe ich den Wunsch jetzt zurückgezogen? Was habe ich jetzt davon, dass ich den Wunsch zurückgezogen habe? Was habe ich jetzt davon? Ich wollte sagen, lasst uns einen neuen Wunsch machen. Das letzte Mal haben wir uns Glück gewünscht. Jetzt wünschen wir uns Wohlstand. Okay. So, jetzt will ich mal kurz was gucken. Kein Wunsch zum Abrufen. Wieso sollte man denn den Wunsch zurückziehen? Das ist doch irgendwie Quatsch. Oder? Habe ich was falsch verstanden?
Oh mein Gott, ich habe doch was bekommen. Habe ich das bekommen von Jane? Inventar? Geschenk des Glücks. Ah, was? Ein erfüllter Wunsch. Können wir es öffnen? Ein erfüllter Wunsch nach Glücksumschlägen. Öffnen? 200. Habe ich das jetzt durch Chain bekommen oder habe ich das jetzt durch dieses Zurückziehen bekommen? Oder ist das normal, dass man es zurückzieht? Ich meine, warum soll es es sonst geben? Oder? Okay, wir haben kein Wunschband mehr. Nicht schlimm. Cool. Okay. Also, ich habe tatsächlich nicht mehr... Doch, jetzt haben wir wieder ein bisschen was an Platz. Es gibt so coole Sachen und ich will die alle kaufen. Achso, nee, ich will nicht seinen Laden öffnen. Ich will den Laden hier öffnen. Oh, ich würde gerne alles kaufen. Mann, das ist echt schlecht. Okay, gehen wir mal ganz runter. Das Teuerste. Gucken wir uns mal an, was es ist. Glücklich geschmorter Fisch. Reiskuchen von Gericht. Okay, ich will nicht alles ausgeben. Boah, das sieht alles so lecker auch aus. Also Sojasauce würde ich mir gern einmal holen, zur Sicherheit. So. Diese, oh, ich finde das ja richtig nice mit Lumpia und Nudelrollen und oh mein Gott, ich weiß nicht. Okay, warte mal. Wir müssen nochmal hier durchlaufen, weil ich nicht so ganz, mir nicht ganz bewusst ist, was wir noch alles haben. Ach, oh mein Gott, Leute, wir wollten Feuerwerk auch schon mal machen. Okay, wartet mal. Wie mache ich das denn? Bewegen. Nee, will ich nicht. Ich will es eigentlich... Events. Stempelkarten. Quests. Mann, ich wollte es gerne mal ausprobieren. Ist das gerade ein Feuerwerk, was hier geht? Ja, süß. Hm, ich kann es irgendwie nicht machen. Okay, hier gibt es also... Hier gibt es also Feuerwerke. Und eine Laterne. Hier hatten wir das letzte Mal, glaube ich, schon irgendwas gekauft. Nee, die hat auch so Mandelkekse und sowas. Oh Gott, ich will das alles kaufen. Verdammt. Ach nee, hier hatten wir die Samen geholt. Stimmt. Ach, hier ist gerade die Chopperjagd am Gange. Aber wir gucken mal, was wir noch haben. Genau, die Chopper-Tasse hatte ich gekauft. Provisorische Gartenchopper. Feldteppich haben wir auch schon mal bekommen. Dieses Jagen-Verboten-Schild finde ich mega cool. Wir haben zu wenig Geld. Stoff, die kostet 60.000. Habt ihr das gesehen? What the freak? Ah, Taiyaki. Oh mein Gott, lecker. Taiyaki. Ein Korb. Was können wir damit machen? Ein flacher handgeflechtener Korb, der sich perfekt zum Präsentieren von Lebensmitteln eignet. Okay. Gegenstand kann nicht verkauft werden. Das sind alles so Sachen. Können wir die essen, die Taiyaki? Stimmt, oder? Komm, wir holen mal so ein Klassik. Und dann holen wir uns noch eine Sache von Wrath. Und dann gehen wir tatsächlich schon wieder zurück, damit es nicht zu spät wird und wir nochmal gucken, ob Zeki jetzt im Untergrund ist. Also wir nehmen die Nudelrollen mit, weil ich finde die so lecker. Oh, großer Ausgeber 1. 2000 Glücksumschläge verbraucht. Und eigentlich würde ich auch gern... Oh, gebratene Teigtaschen. Aber 1000, ist das zu viel? Benötigt Bratöl. Oh mein Gott. Ach, das ist ein Rezept. Oh mein Gott, Leute, das ist ein Rezept. Ja, das Rezept nehmen wir mit. Das Rezept nehmen wir sowas von mit. Das sind alles Rezepte. Ich Idiot, ich habe das nicht gelesen. Oh, gefüllte Kohlrouladen. Okay, wir müssen mehr. Wir brauchen mehr Glücksumschläge. Wir brauchen wirklich mehr Glücksumschläge. Okay, es ist schon 1 Uhr morgens. Wir gehen jetzt zurück. Ich lasse die jetzt mal hier. Das heißt, wir müssen ganz fleißig, wenn wir gemeinsam spielen, oder wenn ich dann mal wieder beim Magimark bin, ganz oft gewinnen, damit wir Glücksumschläge auch kriegen. So, 1.30 Uhr. Wie kommen wir jetzt ganz schnell... Wo war das denn? Wo ist denn hier... War das nicht hier irgendwo? So, wir testen das jetzt mal aus mit meiner Theorie. Obwohl, alle sind ja gerade beim Magimarkt. Aber who knows? Vielleicht kommen wir gleich. Da lang müssen wir.
Oh, da lang. Oh, ich hoffe, das ist nicht zu spät. Ansonsten dann das nächste Mal. So, wo war dieser Eingang? Oh, der war noch weiter hinten, ne? Kann es sein? Der war ganz da hinten. Das war noch gar nicht hier. Jetzt ist es schon 2 Uhr morgens. Jetzt vergeht auf einmal die Zeit ganz schnell. Ich habe auch das Gefühl, der Magimarkt geht immer so in einem Schwupps, ist der auf einmal um. Wie süß. Hier muss das gewesen sein. Hier? Ne, hier? Hier. Ist hier, guck mal, Rev ist jetzt auf einmal hier unten. Da muss der Zecki doch auch hier sein. Aber wo? Sprich mit Zecki im Untergrund, ist der denn hier? Mann, ey, keine Karte verfügbar. Wo ist der denn? Wenn du mehr Suppe willst? Nee, will ich nicht. Ich will wissen, wo Zecki ist. Man wird ja denken, dass der vielleicht hier irgendwo rumchillt, aber es sieht nicht so aus. Aha. Achso, nee. Hier kommen wir nur hinter den Dresen. Ich laufe noch einmal rum. Aber ich kann den Mann, den Grimmalkin, können wir nicht erkennen. Doch! Nee. Hä? Öffne den Laden. Schwarzmarktladen. Feuerwerk. Der muss doch dann hier sein eigentlich. Ist das jetzt wieder ein Bug oder was? Wir können ja mit ihm nicht sprechen, wenn er nicht da ist. Mondsucht-Badewanne. Glockenblumenbadewanne, was ist denn das hier für fancy-mancy Kram? Ist er vielleicht hier? Nee. Okay, das muss ich mir nochmal, also muss ich mich nochmal schlau machen. Falls ihr das genau wisst, könnt ihr mir das natürlich auch gern in den Kommentaren nochmal sagen. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Aha, Glückskiste. Oh mein Gott, es ist verschwunden. Okay, 3 Uhr morgens. Okay, es ist wirklich nachts. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade ein Fehler war, dass Zecki nicht hier ist. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und ein Like vor allem. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.